Ein Triumph moderner Technologie, den wir unserem Freund Omnibrain zu verdanken haben. Ja, ja, ja. Aber damit können wir es... Da gehe ich nicht rein. Es riecht so seltsam. Okay. Ja, und darum sollte man sich auch nie, also am besten immer seine Drinks selber holen, ne? Man weiß ja nie, was da einer reintut. Ja, ja. So, dann gehen wir mal zurück zur Stadt. Schauen wir mal, was die gute Frau da macht. Hoffentlich telefoniert die jetzt nicht direkt mit dem Nächsten. Wirklich sagen, die Synchro ist wirklich toll. Wie gesagt, auch dass die sich da so Mühe gemacht haben mit verschiedenen Dialekten und so weiter, das finde ich schon echt gut. So. Grüße, Bürger! Hier ist mal wieder euer aller Freund Omnibrain. Wie nervtötend das sein muss, wenn du hier in der Stadt lebst. Und dann die ganze Zeit diese Ansprachen von dem hören musst. Das ist ja furchtbar. Ja, guck mal. Unglückliche Bürgerin. Aber damit verstößt die ja gegen irgendeinen Absatz. Ich weiß jetzt nicht welchen, aber das wird ja untersagt, unglücklich zu sein. Bürger? Ja? Bist du traurig, Bürger? Aber nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Verbrechen, traurig zu sein, Bürger. Trauer impliziert Unzufriedenheit mit der Umgebung. Und Omnibrain ist die Umgebung. Unglückliche Bürger sind daher unzufrieden mit Omnibrain. Ein wahrhaft schweres Verbrechen. Ich bin nicht unglücklich. Der Chemical Scan deiner Kleidung hat Lakrimalflüssigkeit analysiert, Bürger. Ich weine vor Glück, Sir. Die Stimmanalyse verrät Stress und damit dich, Bürger. Sir, bitte nicht! Ich war nicht unglücklich! Oh. Bürger? Meinen Sie mich? Du bist doch nicht unglücklich, oder? Aber nein, ich liebe Omnibrain und das Paradies des Glücks, das er für uns erschaffen hat. Bist du sicher? Absolut, Sir. Schauen Sie, wie ich grinse. Ich höre nur auf, wenn Kieferlähmung droht. Sehr schön, Bürger. Puh, ganz schön humorlos, diese Burschen. Ja, das erinnert so ein bisschen an Korea, ne? oder ja, oder wie halt damals die DDR, ne, mit der Stasi und so. Also, es ist ja furchtbar. Die wurde ja getötet deswegen, nur weil sie am Weinen war. Oh Mann. Ja, können wir jetzt Grüße, Bürger. Das ist echt furchtbar. Das ist eine furchtbare also der Omnibrain ist ein furchtbarer Herrscher oder was ist der? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich möchte mich nicht in aller Öffentlichkeit blamieren. Ja, aber wir haben doch jetzt hier... Haben wir nicht? Grüße, Bürger! Muss man vielleicht so? Ah. Ja. Wow. Also nur um das nochmal festzuhalten, ja, weil das Floyd sich eine andere Jacke anziehen konnte, musste ein Mensch unter Drogen gesetzt werden und ein anderer wurde ausgelöscht. Oder was heißt Mensch, Alien? Ja, wie auch immer, also Person, so. Was soll ich dazu sagen? Oh Mann. Okay, also wir haben ja jetzt vermutlich die richtige Kleidung an. Dann dürften wir doch jetzt eigentlich durchgelassen werden, oder? Wieder das einzig wahre und wahrhaftige. Na, schauen wir mal. Midnight.
So, da mal rein. Auch wenn mir da ein bisschen mulmig zumute ist. Ja? Sir, hier ist Floyd, Sir. Floyd? Ja, Sir. Sie haben mich zu einem Briefing bestellt. Ach ja, Floyd. Du bist aus der Abteilung für Kornkreise, nicht wahr? Ja, Sir. Sir? Kann ich reinkommen, Sir? Was? Oh ja, natürlich. Komm rein, Bürger, komm rein. Gott, die Augen von dem, ne? Setz dich. Voll das Michelin-Männchen. Danke, Sir. Was? Ich möchte dich etwas fragen, Floyd. Kennst du dich in der Wirtschaft aus? Ne? Sir? Sieh dir das mal an. Was ist das? Gewinn, Verlust, Steuern, Gehälter, Einnahmen, Ausgaben. Kurz, es ist das Budget des Ministeriums für galaktische Unsicherheit für die nächsten 30 Orbits. Oh. Perfekt ausgewogen. Sir? Wunderschön, nicht? Soll und haben ein perfektes Gleichgewicht. Nun haben wir ein Problem. Oh oh. Du weißt, was das heißt, nicht wahr, Floyd? Unausgewogenheit, kein Gleichgewicht. Deprimierender Anblick, findest du nicht? Mhm. Tja, jemand wird dafür bezahlen müssen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ach, wer? Tja, ich habe mir die Freiheit genommen, mich mit den verantwortlichen Vollstreckern kurz zu schließen und... Ja, sie haben mir zwei interessante Dinge erzählt. Zum Beispiel über Farbpartikel auf der havarierten Sonde. Oh oh. Zufällig passt diese Farbe exakt zu der von deinem Schiff. Dies verbunden mit der Tatsache, dass du dein Schiff soeben wegen einer Kollision in die Werkstatt gebracht hast, lässt dich auf unserer Hitliste ganz nach oben rücken, meinst du nicht? Oh nein, Sir, es war ein Unfall. Der Schaden beläuft sich auf 3 Millionen Credits. 3 Millionen Credits? Plus minus ein paar hundert, versteht sie. So viel Geld kann ich niemals aufbringen. Das dachte ich mir. Daher habe ich mich an den Vollstrecker-General gewandt, der gerne ein wenig mit dir plaudern würde. Der Vollstrecker-General? Er wird mich nach Cygnus Alpha schicken. Ja, das denke ich auch, Bürger. Schönen Orbit. Oh oh. Molly? Ja, Sir? Fordere Ersatz für die KK-Abteilung an. Uns ist ein Techniker abhanden gekommen. Ja, Sir? Sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Sir, ist die Besprechung mit Bürger Floyd schon vorbei? Ich kenne keinen Bürger mit diesem Namen. Ja, Sir. Ich habe mich wohl geirrt. Ausgewogenheit. Nur darum geht es. Er wacht auf. Oh, das ist nicht gut. Jetzt ist er wieder bewusstlos. Gib ihm das Stimulanzmittel. Erledigt. Bin ich? Du bist in der Vollstreckungsabteilung, Bereich Verhör. Wir wollen wissen, was du weißt. Aber ich weiß doch gar nichts. Das wird sich noch herausstellen. Die Kirche von Cygnus Alpha erwartet dich, Bürger. Und wenn wir mit dir fertig sind,
bist du ein kleiner Heiliger. Das wollte ich gerade sagen. Kleiner Vollstrecker-Scherz, Bürger. Ich hoffe, du fandest ihn komisch. Oh ja, ja, sehr komisch. Es macht mir den Aufenthalt hier viel kurzweiliger. Schau, Bürger, es gibt ein, zwei Dinge, die du offenbar nicht verstehst. Sieh hier, wie viele Finger halte ich hoch? Drei. Das ist richtig. Ist er nicht ein kluges Köpfchen? Aber wenn Omnibrain sagt, dass das vier Finger sind, wie viele halte ich dann hoch? Drei. Fahr den Strom hoch. Wie viele? Vier! Vier! Du hast recht. Und Unrecht. Wie viele Bürger denken gut nach? Drei, vier, sieben, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht! Willst du uns auf den Arm nehmen, Bürger? Nein, ich weiß es wirklich nicht! Glaubst du das? Nein, kaum. Noch eine Chance, Bürger. Wie viele? Ich, was immer du sagst. Ihr lernt. Fast, Bürger. Nur sind es nicht wir, die das Sagen haben. Omnibrain, Omnibrain, was immer Omnibrain sagt. Gut gemacht, Bürger. Was jetzt? Wir schicken ihn nach Cygnus Alpha. Okay. Du hast den ersten Schritt getan, Bürger. Aber bis zur wahren Erleuchtung ist es noch weit. Du wirst erleuchtet werden, Bürger. Hey, sollen wir das neue Dingsbums probieren? Gute Idee. Gute Idee. Was für schräge Vögel. Das neue Dingsbums? Welches Dingsbums? Keine Sorge. Es tut ein bisschen weh. Hier spricht der Autopilot. Willkommen an Bord des Flug 17 nach Cygnus Alpha Korrektivanstalt. Unsere Flugzeit wird voraussichtlich 11 Orbits betragen. Die Flugbedingungen sind ausgezeichnet. Liebe Flugbürger, hier spricht der Autopilot. Wir nähern uns nun der Korrektivanlage Cygnus Alpha. Achtung, die Reiseerstarrung wird aufgelöst. Bitte bereitet euch auf Eigendynamik vor. Wieso bist du hier? Verrat und Zerstörung von Konzerneigentum. Ich bin aber unschuldig. Und du? Herumlungern mit verräterischer Intention. Ich habe vor einer Witwenzelle gewartet, obwohl ich meine Orbiteinheiten schon verbraucht hatte. Das ist hart. Oh, es ist wirklich hart. Grüße, Bürger. Was bringt dich hierher? Das Kontrollministerium hat mich des Verrats an Omnibrain und am Konzern für schuldig befunden. Das bedeutet? Ich wusste von geheimen Daten. Von welchen denn? Ich war einer derjenigen, die das Sicherheitssystem dieser Erziehungsanlage entworfen haben. Da wurde dieses Wissen kurz darauf als geheim eingestuft. Man entdeckte es bei einer Routinedurchleuchtung in meinem Hirn. Wie funktioniert das Sicherheitssystem denn? Weißt du, was suggestive Reflexhypnose ist? Nein. Tja, so funktioniert's. Das war jetzt nicht sehr hilfreich. Na und? Du wirst schon früh genug verstehen. Na dann,
Viel Glück bei deinem Korrektivprogramm, Bürger. Solange der automatische Sicherheitsschirm angelegt ist, sehe ich mich leider außerstande, etwas zu tun. Ich wollte eigentlich reden. Unter uns. Langsam glaube ich, dass das ganze System korrupt ist. Ich weiß nicht, was du meinst, Bürger. Ich liebe Omnibrain und alles, für das er steht. Und warum bist du dann hier? Offenbar war mein Verhalten fehlerhaft. Ich danke dem Kontrollministerium, dass es meine Schwäche aufgedeckt hat, bevor sie sich auf schlimmere Art hat manifestieren können. Okay. Grüße, Bürger. Was bringt dich hierher? Das Kontrollministerium hat mich des Verrats an Omnibrain und am Konzern für schuldig befunden. Ja, das kennen wir ja. Das bedeutet? Ich wusste von geheimen Daten. Weißt du etwas über Cygnus Alpha? Ich war einer derjenigen, die das Sicherheitssystem dieser Erziehungsanlage entworfen haben. Leider wurde dieses Wissen kurz darauf als geheim eingestuft. Man entdeckte es bei einer Routinedurchleuchtung in meinem Hirn. Na gut, das kennen wir ja auch, ne? Scheint mir ein bisschen ungerecht. Wieso? Die Anschuldigung ist absolut berechtigt. Ich habe ein Verbrechen begangen und muss korrigiert werden. Lehrt uns die Omnibibel nicht, nur durch Korrektur wird Fehlerhaftes richtig? Aber wer bestimmt, was richtig ist? Ich fürchte, solche Gedanken werden dein Korrektivprogramm nicht leichter machen, Bürger. Na dann, viel Glück bei deinem Korrektivprogramm, Bürger. Können wir hier nicht einfach raus? Nee. Bibel oder Verräter, aber sonst ist hier auch gar nichts, ne? Liebe Fluggäste, hier spricht der Autopilot. Wir haben die Anlegeplattform von Cygnus Alpha erreicht. Wir hoffen, euch bald wieder an Bord der Omni-Air begrüßen zu können. Ich wollte mich noch umschauen. Und euch einen angenehmen Aufenthalt. Da sind wir, Bürger. Auf in die geistige Reinheit. Ich kann's kaum erwarten. Juhu. Cygnus Alpha und Sternzerstörer. Korrektivanstalt Cygnus Alpha. Koordinaten Hochsicherheitsbereich. Okay. Haben wir noch unsere Sachen? Grüße, Bürger. Nee, wir haben alles weggenommen bekommen. Mist. Sanitäreinheit. Ich möchte wissen, will. Boah, ist das ein fieses Geräusch. Ja, Bruder. Du bist Ridleyana, oder? Ich komme von Ridley, Bruder. Aber ihr seid die grausamste, kriegerischste Rasse in der ganzen Galaxie. Ihr esst angeblich drei Bürger wie mich zum Frühstück. Das war, bevor ich das Wort Omnibrains hörte. Durch ihn habe ich Korrektur empfangen und kann nun in Frieden leben. Aha. Unfassbar. Ein zahmer Ridley. Dies könnte der Anfang einer wunderbaren Freundschaft sein. Durch die Korrektur, die unser Herr Omnibrain überwacht, wirst auch du bald rein und edel sein. Bald schon wirst du verstehen, Bruder. Oh, dieses Geräusch. Was ist los? Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Das ist unser Herr, Bruder. Die Reinigung birgt manchmal seltsame Erfahrungen. Aber ich kann mich an so wenig erinnern. Du musst lernen, den Vorgang zu akzeptieren, Bruder. Bald wirst du verstehen. Also das heißt... Jetzt? Dies ist unser Arbeitsplatz, Bruder. Hier können wir einen Teil unserer Schuld unserem Herrn gegenüber abtragen. Aha, was genau machen wir? Bald wirst du verstehen, Bruder. Oh, bitte nicht schon wieder den Spruch. Ist es möglich, einmal eine vernünftige Antwort zu bekommen? Nur mit Zeit und Hingabe wird das Wissen in dich dringen. Oh, vergiss es. Das heißt,
heißt also, wir werden ständig hypnotisiert, oder was? Was machen wir da jetzt? Wir gucken uns nur diese kleinen Autos da an, die an uns vorbeifahren, oder wie? Hey, schau dir mal die Braut an! Was Häftling? Für Burger! Na dann, komm sie doch an! Häftling, Stuhl. Das bring ich nicht. Können wir hier rauslaufen? Nimm mal hier vor. Warte mal, hier Schrank. Was ist denn das? Nein! Ich wollte mich im Schrank verstecken. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Sanitäreinheit? Ja, komm, da gucken wir mal. Ich möchte da eigentlich nicht reinsehen. Ach, komm. Ach so. Bestie, Häftling. Gott, wir haben immer nur so kurz Zeit. Das geht voll schnell. Hier ist nix. Da ist auch nix. Achso. Bin ich oder sind die anderen völlig von der Rolle? Du musst dein Karma restrukturieren, Bruder. Oh oh. Ich muss sagen, dass hier nicht so ist, wie man es erwartet. Ja, Bruder. Das Paradies lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Können wir einfach rausgehen? Oh nein. Häftling. Ja gut, wir können nur... Du hast nicht zufällig von jemandem gehört, der eine Flucht plant? Einem Ort ohne Mauern kann man nicht entfliehen. Metaphorisch gesprochen, versteht sich. Von hier einem dieser Infos? Laden hier macht mich krank. Du musst lernen, die Liebe Omnibrains anzunehmen, Bruder. Okay, das bringt nichts. Mit ihm? Du hattest Unrecht. Verzeih, Bruder, wobei hatte ich Unrecht? Du sagtest, bald würde ich verstehen. Es braucht Zeit und Hingabe. Metro Prime wurde auch nicht in einem Orbit gebaut. Das Einzige, was ich verstehe, ist, dass jeder sich völlig daneben und ausweichend benimmt. Du wirst erst verstehen, wenn du verstanden hast, Bruder. Und Sätze wie diese machen die Lage nicht verständlicher. Ja, das stimmt wohl. Was ist das? Warte mal, was hab... Wollte eigentlich mal gucken, was wir vielleicht im Inventar haben, ob wir überhaupt was dabei haben. Grüße, Bürger. Oh. Naja, also wir haben nichts dabei. Was sagt eigentlich der Status? Das würde mich mal interessieren. Ja, das kennen wir ja, ne? Sicherheitseinstufung Klasse D, da hat sich, glaube ich, nichts geändert, oder? Beharrlichkeit 94 hat sich auch nicht verändert, das hat sich nicht verändert. Ah, hier, Verdacht auf subversive Aktivitäten, ja. Das kennen wir, konzerneigenes Raumschiff, Flug mit einem beschädigten konzerneigenen Raumschiff, Versäumnis, Zerstörung einer Konzerneinrichtung. Oh, die haben uns doch erwischt. Ja, stimmt, wegen dem Lack und alle, ach Mist, das haben sie direkt eingetragen. Zerstörung einer Konzerneinrichtung, Ministerium für galaktische Unsicherheit, oh je. Unnötige Extravaganzen beim Starten, das kennen wir, unautorisierte Bestellung karbonisierter Getränkeprodukte. Wie, man darf sich in einer Kneipe nichts zu trinken bestellen? Warum geht man dann in eine Kneipe? Das war ja bei Dave's Bar, ne, mit diesem Drink, den wir den anderen da untergeschoben haben. Vermischung eines Getränks mit abgelaufenen Schampillen, genau das. Oh nein. Ja, woher wissen die das, dass wir das gemacht haben? Wer hat das denn verraten? Verschweigen verräterische Aktivitäten gegenüber Omnibrain? Ja, bei Omnibrain muss ich auch irgendwie ständig an Motherbrain denken von Metroid. Äußerung eines verräterischen Kommentars über Omnibrain, Benutzung einer Landeerlaubnis unter falschem Vorwand. Oh, Flirten mit einem Angehörigen des anderen Geschlechts ohne Besitz einer Liebeslizenz. Oh nein, das war die Sekretärin, ne? Ablieferung eines verdächtigen Pakets, das kennen wir. Abgelaufenen Versäumnis, oh Gott, Versäumnis eines glücklich und erfüllten Lebens zu führen.
Unterbrechung eines Bürgers, der im Begriff ist, seine Liebeslizenz anzuwenden. Ups. Was? Verschweigen abgrundtiefer Traurigkeit gegenüber einem Glücksdruiden. Benutzung von Erddialekt, Versuch einer Konzerneinrichtung zu verwüsten. Oh Mann. Oh, die kriegen also auch das mit, was wir nicht beichten. Oh Mann. Das ist aber schon echt heftig. Also in so einer... Das ist ja, also eigentlich ist das Spiel ja so ein bisschen auf lustig und Slapstick und so gemacht, aber im Grunde ist diese ganze Welt ja zutiefst traurig und deprimierend und einfach nur furchtbar.